Tomatensuppe ist nicht nur ein Klassiker, sondern auch bei Kindern sehr beliebt. Ein leichtes Aroma, fruchtig, nicht zu scharf. So muss eine perfekte Tomatensuppe sein. Und wie ich meine herstelle, zeige ich euch in diesem Video. Wir beginnen als erstes damit, zwei Knoblauchzehen in den Mixtopf zu geben. Außerdem kommen 30 Gramm Olivenöl hinzu. Der Mixtopf wird verschlossen. Und wir stellen den Thermomix für 5 Sekunden auf Stufe 5 ein. Der Deckel bleibt gleich oben. Wir stellen die Zeit auf 3 Minuten. Varoma. Und Stufe 2 und dünsten nun unseren Knoblauch schön an. Wenn das erledigt ist, geht es auch gleich weiter mit geschälten Tomaten aus der Dose. Ich verwende 3 Dosen. Eine Dose nehme ich und fülle mit etwas Wasser auf und gebe davon ca. 100 bis 150 Gramm in den Mixtopf. Außerdem brauchen wir 50 Gramm Tomatenmark, einen Teelöffel Salz, eine Prise Zucker, ungefähr einen halben Teelöffel Pfeffer, einen Teelöffel getrockneten Oregano und einen Teelöffel getrockneter Thymian. Der Deckel darf wieder hinauf. Und wir stellen den Thermomix für 12 Minuten auf 100 Grad und Stufe 2 ein und lassen nun unsere Tomatensuppe kochen. Fast sind wir fertig. Inzwischen sieht unsere Tomatensuppe so aus. Wer nun etwas Kalorien sparen möchte, der lässt diesen Schritt weg und kann sofort servieren. Oder wer keine Kalorien sparen möchte, wie ich, der gibt nun noch 100 Gramm Sahne oder Mandelsahne oder irgendeine Pflanzensahne hinzu. Verschließt den Deckel. Da wir die Suppe schön cremig haben möchten und die Sahne schön untergearbeitet oder die Pflanzensahne oder Mandelsahne, was auch immer ihr verwendet habt, auch wenn ihr es nicht verwendet habt, wir wollen eine cremige Suppe und daher müssen wir das Ganze noch einmal kurz pürieren. Dafür stellen wir den Thermomix auf 30 Sekunden und Stufe 8 ein. Fertig ist die Suppe zum Servieren. Zu der Tomatensuppe passt sehr gut Brot, aber auch Brotkrotons schmecken himmlisch drin. Wer es nicht vegan benötigt, kann auch Mozzarella oder Feta-Würfel hineinstreuen und schön umrühren, dann schmelzen diese und geben noch einen ganz tollen, besonderen Geschmack. Aber auch nur so ist die Tomatensuppe wirklich richtig lecker, schön tomatig, hat eine tolle Farbe, wie ihr seht. Sie hat so einen dunkel-orange-rötlichen Farbton und duftet einfach nur himmlisch. Sie hat auch eine schöne Konsistenz, denn sie ist nicht zu flüssig und nicht zu dick. Man kann sie sehr gut essen und auch Kinder mögen sie sehr. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch kleine Suppennudeln kochen und diese mit hineingeben. Das ist bei Kindern auch immer sehr beliebt. Wie ihr die Suppe auch immer variiert oder zubereitet, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen, einen guten Appetit und freue mich, euch im nächsten Video zu sehen und begrüßen zu dürfen. Bis dann, tschüss!